mal wieder da. Noch nicht so ganz, aber so fast. Weil ich jetzt erstmal hier meinen Stream hier wieder abschalten muss. Der schaltet sich ja dann immer automatisch an und das. Außerdem brauche ich noch ein Vino. Ne? Ist ja klar. Noch nicht so ganz, aber so fast. So. Jetzt wird's besser. Jetzt gucken wir mal, was der Server macht, wenn der da lädt. Erstmal ein Cluster eingießen. Was will man mehr? Das dauert noch, ne? Ich war schneller als er. Das ist nicht falsch. Salute. Was läuft? Nix. Ah doch, guck mal. Ach, der Neser war mal. Nee. Ja, hi zusammen. Komm, dann nehmen wir noch ein paar mit hier. Wenn wir schon mal noch hier sind. Aber dann geht es wieder ans Bötchen bauen, beziehungsweise müssen wir uns überlegen, was wir sonst noch machen. Kann nicht nur Bötchen bauen, ist ja auch fett. Mal gucken, was mit dem U-Boot ist oder so. Wohin ist noch so ein Hive? Den nehme ich auch noch mit. Habe ich noch Platz? Jo, habe ich. Aha. Infernal und jetzt habe ich hier Embittert. Das sind so ganz verbitterte. Die sind ganz hässlich. Ja, fast so pünktlich wie die Eisenbahn. Also wenn ich so pünktlich wäre wie die Eisenbahn, würde ich noch 5 Minuten Zeit haben. Nein, also darf man nicht unfair sein gegenüber der Eisenbahn. Die Eisenbahn muss unpünktlich sein. Jetzt fragt ihr euch, warum. Oder sagen wir so, die muss nicht unpünktlich sein. Aber wenn sie unpünktlich ist, dann ist sie immer nur zu spät. Sie kann nie zu früh sein. Das ist ja das Problem bei der Bahn. Die darf ja nicht losfahren. Eigentlich losfahren darf sie ja nicht, wenn, wenn sie noch zu früh ist, dann darf die nicht losfahren. Also kann sie immer nur zu spät sein. Das ist systemimmanent, wie man so schön sagt. Und damit kann man der Bahn jetzt einfach gar nicht böse sein. Obwohl man natürlich schon der Bahn böse sein muss, weil sie eben das relativ häufig tut. Andererseits muss man sagen, das ist ein so komplexes System, da kann man jetzt auch wiederum nur sagen, das musst du erstmal managen. Da kann man also keinem wirklich, also meiner Meinung nach kann man da keinem wirklich Vorwürfe machen. Zumindest nicht den Leuten, die technisch Verantwortung haben. Das ist echt richtig heftig, so ein System. So, das nehmen wir hier noch ein bisschen mit. Jo, passt doch. Da unten war auch noch ein bisschen was. Dann gehen wir mal wieder zurück. An unsere eigentliche Arbeit. Ja, genau. So. Home Base. Jetzt wollen wir ja auch noch das ME-System ein bisschen ausbauen. Ne? Ich meine, das können wir ja auch noch mal. Wir bauen mal heute mal gar nicht so groß am Schiff rum. So mit Bibliokraft muss ich auch noch mal gucken. Da gibt es ja auch total viele Sachen. Ey, warum ist der aus? Nein, doch nicht. Hätte mich auch schon gewundert. Aber wir sollten dringend mal nach dem Sprit gucken. Was ist denn hier unser, wie heißt das Zeug? Gelorium 34. Nein, das ist jetzt nicht so die ganz große Masse. Ja, mal lesen. Du hast den Titel falsch geschrieben. Wieso?
Ich trinke auch während der Woche kein Alkohol. Also, man muss mal klar sagen, ein Glas Wein oder ich werde vielleicht auch noch eine zwei, also ich sag mal ein Glas Wein, also nein, der ist ja nur noch so ein bisschen drin, der ist ja übergeblieben von gestern. Ein Glas Wein sollte man am Tag sowieso trinken, also Rotwein. Ein Glas Rotwein und mindestens eine Flasche Kölsch. Weil Flasche Kölsch spült sehr, sehr gut die Nieren und Rotwein ist sehr, sehr gut für den Eisenhaushalt und für ganz, ganz viele andere Sachen, weil da Sachen in diesem Wein drin sind, die kriegst du sonst nicht. Das ist einfach wichtig. Ne? So, aber wieso habe ich das falsch geschrieben? Ich habe mich heute erkundigt. Da habe ich extra gegoogelt, von wegen live mit V und live mit F. Wenn ihr das auch tut, kommt ihr zu der Idee, dass das quasi, also da gibt es irgendwas mit Adverb und Verb und keine Ahnung, diesen ganzen grammatikalischen Scheiß, den habe ich in der Schule schon nicht begriffen, das werde ich auch heute auch nicht anfangen mit. Will ich auch gar nicht, brauch, ne, so. Aber ich habe da gelesen, dann gab es irgendwie was mit live sowieso TV oder sowas. Und das reicht mir ja völlig aus, um das auch aus so zu schreiben. Außer es bietet jetzt eine richtig passende, coole Begründung, wo man dann weiß, ah, schreibe mit V. Eigentlich wollte ich das mit V und mit F geschrieben haben, nämlich nacheinander, aber dann wird der Titel zu lang. Und deswegen habe ich mir gedacht, das letzte Mal. Nicht wahr? So, aber trotzdem freut es mich, dass ihr alle da seid und vielleicht werden es ja noch ein paar mehr, aber finde ich super. So. So viel zu live mit V und mit F und living, also living oder live, das, also alles heißt irgendwas mit Leben. Ja? Und das live und das live mit F und V, also das Leben und live im Sinne von gerade aktuell on oder so. Also irgendwo, wie gesagt, wenn da einer was Gutes hat. Genau, heißt, genau, also mit V aber auch, ne? Also heißt Lebensstream und mit V aber auch, müsst ihr mal nachschauen. Oder ich habe was falsch verstanden, hi. So, so jetzt sind wir noch, dann habe ich noch was anderes gemacht. Ihr habt das, hier hat der eine hat das schon wieder geguckt, hier wie Finanzen oder so. Also erst habe ich das ein oder andere an Finanzen nachgetragen, was da noch fehlte, und dann habe ich vorhin meine andersrum Rechnung gemacht. Nämlich eine Rechnung, wenn man 100 Euro tatsächlich haben will aus Spenden, wie viel Euro muss man dann einsammeln, damit man hinter am Ende 100 Euro in der Hand hat? Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil das unterscheidet sich sehr stark, ob man über PayPal zahlt oder über diese anderen Systeme. Und es ist natürlich auch, man muss die Steuern noch dazu abrechnen, ne? Und dann, wenn man das also genau richtig macht, kommt man dazu, da muss man, glaube ich, 148 Euro tatsächlich einsammeln, um 100 Euro überzubehalten. Ja, also, ist es so. Ja, genau, Mimiki. Das, so muss das sein. Ne? Also, mir ist doch scheißegal, was die hier in Deutschland für eine neue Rechtschreibung haben. Ne? Das ist mir sowas von trist. Ne? Musst du dir mal überlegen. Der Duden hat eine andere Rechtschreibung als die Frankfurter Allgemeine. Und die hört zu und keine Ahnung, machen wieder was anders, ne? Achso, jetzt hast du das übertragen. Synonym zu live, direkt, Originalübertragung, Rundfunk. Als direkt sind was, Natur, reale Abwechslung. Was? Quelle Duden. Okay, dann werden wir das gleich nochmal wieder ändern, wenn das sich so anhängt. Gut. Aber ich wollte noch was dazu Duden sagen. Also der Duden, der hat ja eine andere Rechtschreibung und derselbe Duden, der hat ja auch rechtschreibemäßig, was die neue Grammatik angeht, Fehler. Zumindest habe ich das in Erfahrung gebracht. Und dann gab es die Reform der Rechtschreibreform, deren Reform wieder reformiert wurde. Und deswegen ist das für mich alles ganz einfach. Ich habe Word von Microsoft. Oder meinetwegen kann man auch OpenOffice oder LibreOffice nehmen oder sowas. Und da gibt es eine automatische Rechtschreibungskorrektur und Grammatikkorrektur. Und wenn da nichts unterstrichen ist und das alles sauber aussieht, ne, dann ist das richtig. Und dann soll erstmal ein Lehrer kommen, der sagt, dass das falsch ist. Dann sagt, pass mal auf, Alte. Oder Alter, je nachdem, wie der Lehrer so drauf ist. Pass mal auf, guck mal. Wenn du das meinst, dass falsch ist, dann schreib doch dem Bill Gates mal so ein E-Mail und frag den, ob es richtig oder falsch ist. Und der hat da wahrscheinlich
500 Leute, die nichts anderes machen als chinesische, guatemaltesische, brasilianische, europäische, sonstige, also Grammatikgurus, die dem Lehrer dann erzählen, was richtig und falsch ist. Aber ich mach das jetzt mit dem V, Leute. Ich liege noch live direkt. Okay, gut, wir machen das. Ich habe das extra, habe ich wahrscheinlich wieder falsch verstanden. Ich bin ja gar nicht. Ich tue euch doch den Gefallen. Ich bin doch gar nicht so. So. Gut. Dann haben wir das jetzt auch. Und wehe, es fängt an zu meckern, dass das wieder falsch ist. Ne? Oder irgendein anderer kommt, das muss jetzt mit Y geschrieben werden oder so. So, aber trotzdem danke. Nein, die Mütze setze ich, ich gehe die Tage mal zum Friseur, da wird mir wieder kalt am Kopf. Und dann setze ich die Mütze wieder häufiger aus. Aber so ist mir echt zu warm. Ne? Ich bin ja hier nicht draußen. Also apropos Friseur und so. Ich hatte mir eigentlich mal überlegt, ich müsste mal eigentlich jemanden haben in Köln, in der Kölner Umgebung oder wo auch immer der dann wohnt, der mal einfach die Kamera hält, wenn ich hier rumlaufe. So nach dem Motto, lass uns doch mal Ikea besuchen oder so. Und dann muss er ja, ich habe ja keinen Bus, dieses Selfie, die mit so einem Stange-Ding. Und dann immer, das finde ich ja total scheiße. Ne? Aber dann wäre es cooler, wenn man sich mit einem unterhalten könnte, der immer drauf drückt oder sowas. Aber da müsste man mal einen finden. Ich war noch beim Einsammeln hier. Genau. 1200, aber ja, das war cool. Gut. Heißt, jetzt gucken wir mal erstmal, wir wollen ein bisschen automatisch haben, das hätte ich ganz gerne. Und ich wollte noch was anderes ausprobieren, wo ich das Ding egal sehe. Das machen wir aber später. Diesen komischen Zeiglick-Assembler. Der hat ja irgendwie einer gesagt, soll ich mir benutzen hier für Enderium herstellen. Habe ich dann ja auch gemacht, um dann hinterher festzustellen, dass ich das Ding vorne im Buch schon hatte. Dann steht da vorne im Buch schon drin. Hatte ich bloß, quasi in meinem Altenheimer vergessen. Aber macht ja nichts. So, jedenfalls wollte ich jetzt irgendwie mal angefangen hier haben, so ein bisschen in die Richtung zu kommen, dass wir hier ME-System ein bisschen ausbauen. Das bedeutet, wir müssen irgendwie einen Controller haben. Kannst du für dich machen, wenn du mal in Köln bist. Ja, kommt doch an, von wo du nach Köln kommst. Wenn du von Prag aus oder von München aus oder so nach Köln kommst, dann ist das ja eher selten der Fall. Aber wenn im Kanovlenkerdorf bei Schlattbach wohnst, dann ist das ja, sagen wir, einmal in der Woche. Also, das weiß ich natürlich nicht. Moin, moin. Bin ich wieder weg? Ja. Das ist selber schuld. Also genau, hier wollen wir noch kurz geguckt haben. Ja, wir müssen dringend mehr Energie haben. Also das ist, der hat schon 64 Plutonium drin. Oh oh, wir werden ein Problem mit Energie bekommen. Wenn der jetzt nur 34 Hellurium drin hat, das ist sehr deutlich zu wenig für das, was wir brauchen. Sehr deutlich zu wenig, wenn wir da hinten nicht noch was vergessen haben oder so. Weil das sind ja gerade mal eben 100, wenn man es verdreifacht. Das ist nicht wirklich gut. Und das ist leer. Oh oh. Das ist nicht gut. Wir müssen unbedingt mehr Energie haben. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Haben wir jetzt hier, wie heißt das? Kohle brauchen wir. Kohle brauchen wir. So, das war's. Aber ich glaube auch, wir haben deswegen zu wenig Energie, weil wir müssen hinten die Turbine, die hier hinten, die weiter draußen ist, an den Leuchtturm, den müssen wir immer wieder aktivieren. Jedes Mal, wenn wir neu, also ich werde mir jetzt den Homepunkt, werde ich mir hier oben hinlegen, damit der immer wieder hier ist. Den Homepunkt werde ich mir hier oben hinlegen. Na, scheiße auf die ganzen schönen Sachen. Na, ganz genau nicht. Ja, das war ja genau, was ich nicht wollte. Gut, müssen wir nochmal fliegen. Aber seht ihr, das ist schon, das muss erst geladen werden. Sonst lädt er einfach nicht und dann haben wir die Energie nicht und dann haben wir im Laserdrill zu wenig, obwohl der Reaktor volle Pulle am Braten ist. Ne? Das können wir nicht machen.
Set Home Base. So. Okay. Hi, Icha. Was haben wir denn hier? Zosti. Irgendwas im Zusammenhang mit diesem komischen Neandertal pissende, trinkenden Dorf östlich von Neuss kann ich mir gar nicht merken. Das war klar. Nein, der Name Zosti sagt mir schon was, aber die Kombination mit Düsseldorf, das wird dann noch. Okay. Was haben wir hier noch? Was hat denn jetzt hier? Ja. PC-Komponente. Da muss ich auch noch mit. Ich muss für diese Frage, muss ich echt immer wieder hier unten diese Frequently Asked Questions erweitern. Ich habe keine Ahnung, Leute. Also, schwarz ist die Kiste, hat 8 GB RAM und irgendwie AMD. Und eine SSD. Gut ist. Gamerlord, U-Boot, was auch immer das heißt. Ja. Okay. Ja, ja, es ist klar. Also, ich habe jetzt keine richtigen, vernünftigen Heilmittel dafür hier, aber mit dem Wein kann man dazu gerade eben weg. Also, wer das ätzt, das weg. Das desinfiziert ja so, Alkohol desinfiziert. Ne? So. Was ist mit Indiga? Was wollte der denn? Den Hintergrund hinter mir? Das ist ganz einfach. Das kann man hier einstellen. Also im Sinne von, warte mal eben. Das ist weg, das ist da. Und dann habe ich hier noch, wo habe ich das denn? Da, da, da. Da ist so eine grüne Wand im Hintergrund, siehst du das? Diese grüne Wand, die macht den Unterschied, den kleinen. So, was haben wir noch? Das Indie-GP, das fände ich voll fresh. Was meinst du? Ich habe versucht, das rauszukriegen. Was für PC-Komponenten? Okay, keine Ahnung. Gut, jetzt geht es mal wieder zurück hier. Wir wollen ja hier auch weiterkommen. Gucken, ob er bei noch on ist. Ne, bin ich natürlich mal wieder alleine. Macht ja nichts. Das macht ja gar nichts. Da unten ist das U-Boot. Aber nur auf die Art und Weise können wir halt zusehen, dass wir da Energie bekommen. Mensch, das ist ja total wichtig. Ach so, ja, mit dem aktuell hält, das ist natürlich alles relativ, ne? Also, aber gut, ich bemühe mich halt, ne? Das kann man halt mal machen zwischendurch. So, wenn ich das, ach so, jetzt müssen wir noch Kohle noch hier reinschmeißen. Das war's doch nochmal. Okay. Aber das ist trotzdem sehr wenig, sehr wenig. Ich glaube, wir gehen gleich nochmal vorsichtshalber eine Runde hier Lorem fahren. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo. Wahrscheinlich in der Farmwelt irgendwo. Mal gucken, mal weit weg. Da waren wir ja auch. Und dann wollte ich ME-System. Also lass uns mal erstmal ein bisschen über das ME-System. Noch sind wir ja nicht total trocken gelaufen, was die Energie angeht. Nochmal über das ME-System ein paar Gedanken machen, was wir denn eigentlich haben wollen. Jetzt als erstes, also unabhängig von diesem Tutorial, würde ich gerne hier hinten haben, hier unten durch,
würde ich gerne haben, dass man von hier aus, da muss man sich ja wahrscheinlich von hier aus, von diesem hier aus, von der Rückseite hier aus, dass man hier ein Kabel rüberlegt. Scheiße, das ist die falsche Seite. Ich glaube, wir machen die Treppe auf der anderen Seite weg und hier die offen oder was. Das ist ja im Grunde noch unkompliziert. Wir können ja die Treppe weg, diese Treppe wegmachen. Dann können wir das ME-System locker nach vorne ziehen. Dann machen wir die Treppe hier wieder hin. Nee, warte, wohin bauen wir den? Was läuft jetzt hier ab? Ach, hier, genau, hier. Ich glaube, die Treppe bauen wir wieder hier hin. Frafki, ein Freund wurde hier gebannt, weil er Opa geht. Was ist da los? Solange mir keiner genauestens erklärt, was dieses Opa GHK überhaupt bedeutet, und ich betrachte das jetzt mal als Affront mir gegenüber, werden alle Leute, die das erzählen, erstmal aus dem Verkehr gezogen. Ne? Und in der Mangelung einer Erklärung bleibt das auch so. Und zwar in der nachvollziehbaren, nicht so einer Kinderblagen, halbstarken Variante. So, genau, jetzt müssen wir von hier aus runter. Gut, dann holen wir noch mal ein bisschen. Bisschen Material, NTO. Quarz. Da sind noch die Nachwehen von den ersten zwei, drei Tagen, wo ich überhaupt jemals gestreamt habe oder sonst was, ja. Die Nachwehen haben zur Folge, dass ich ich fühlte mich da leicht verarscht und ich lasse mich nicht gerne verarschen. Und wer das versucht, er kann das eine Zeit lang machen, weil ich ja relativ tolerant bin. Bemühe ich mich zumindest drum. Aber wenn die Zeit dann vorbei ist, dann ist Schluss mit lustig. Und mit das klar ist, wenn dem nichts Ordentliches einfällt, dem muss da wirklich was einfallen, dann ist das ein Never-Comeback-Ticket. Unter Never verstehe ich genau den Wortinhalt. Never. So. Ja, habe ich drüber nachgedacht. Ja, das hat der Drina hat das ja gestern, glaube ich, vorgestellt. Das muss ich mal kurz gucken. So, der Drina hat das gestern, also oder in den letzten Tagen mal mit so einem Kumpel versucht. Mir ist noch nicht ganz klar, was man damit machen kann. Also im Sinne von, kann man ja machen, so ein System zu haben, aber muss ja eben Sinn machen. Und deswegen habe ich das noch nicht so ganz verstanden, was man damit machen kann. Vielleicht können wir das ja nochmal einer erklären. Also nur um irgendwelche Events damit abzuhalten, halte ich das nicht für zielführend, weil dafür haben wir hier oben da. Wenn es noch ein paar Tage dauert und um Brut geht, dann haben wir auch tatsächlich netto echtes, also nach Steuern und nach Bankgebühren 100 Euro in der Kasse für, jetzt will ich das immer da dran haben, ich will das nicht irgendwo haben, 100 Euro in der Kasse für Border Games 3. Das halte ich für eine erstaunliche Summe. Ey, sag mal, willst du mich verarschen hier oder was? Ich will... Nein, das nicht. Ich will den da oben haben. Fuck it. Wollt ihr mich verarschen oder was? Warum geht er da nicht ran? Dann kriegst du da eben zwei von. Das geht nicht. Ich lese mal den Chat wieder. Achso, ja. Ja, mit dem Giveaways. Ja, wie gesagt, das machen wir, das, also ich finde, das machen wir hier oben über den Sponsorsystem. Das macht für mich mehr Sinn, weil ich das dann besser verstehe. Sonst bin ich ja zu dämlich dazu. Jetzt muss ich erstmal gucken, warum der das hier nicht draufsetzt. Der blöd. Oder die steht falsch, oder was? Genau, die Platte ist falsch. Die Platte ist falsch. So, jetzt geht das nämlich auch. So, genau, jetzt lese ich mal wieder. Relius, da hat noch nie was geschrieben und kommt hier nicht drauf. Angeblich hat er einen Permaban. Also, wenn hier einer einen Permaban hat, dann hat er den garantiert nicht ohne Grund. Ich merke mir nicht alle Gründe. Ich habe ja früher mal bei Unleashed habe ich eine Datei geführt über die jeweiligen Gründe. Und habe nach
einem Jahr oder so mal geguckt, was da für Gründe waren. Und ich habe keinen gefunden, wo ich sagen würde, habe ich Bauchschmerzen mit. Und ja, wenn der Radius Star gebannt ist, dann wird das einen Grund gehabt haben. Und das ist, wenn du hier unten mal liest, in den Regeln, solltest du mal lesen, das ist ein Never-Come-Back-Ticket. Es sei denn, er ist in den ersten 3 Tagen gebannt worden, da haben alle eine Generalamnestie bekommen und ich habe eigentlich alle wieder entbannt, die in den ersten 3 Tagen gebannt wurden. Wenn er danach gebannt wurde, hat er es einen Grund. Und wenn er das nicht ordentlich begründet, was da war und wieso und wie es gekommen ist, er wird es wissen, du nicht, aber er, dann kann er das ja gerne mal versuchen, da kann er mir auf YouTube ja eine persönliche Nachricht schicken oder hier in Teamspeak kommen oder sowas und da kann man darüber reden. Ansonsten ist das never come back. Very simple. Er hat noch nie was geschrieben, kann nicht sein. Wenn er seine Großmutter war, die was geschrieben hat, dann ist seine Großmutter dafür verantwortlich. Dann muss er sich bei der beschweren. Und wenn das dein Schwieger, Schwibtanten, Großtanten, Onkel, Bruder oder Schwester war, dann ist das auch nicht mein Problem, denn für seinen Account ist er verantwortlich und sonst keiner. Ja, und das interessiert dann an der Stelle nicht. Er ist dann einfach nur weg. So. Ja, musst du fragen. Also wenn er das nichts. Wenn er dann sagt, das war mein kleiner Bruder, der da das geschrieben hat, nicht mein Problem. Da muss er mit seinem Bruder, das interessiert mich nicht. Ne? Das kann ich ja nicht prüfen oder sonst was. Das ist mir sowas von egal. Ich habe so viel Scheiße hinter mir, was diese Sachen angeht, da diskutiere ich nicht mehr drüber. Weg ist weg. Es ist nicht ohne Begründung weg und damit ist er weg. Peng. Die Leute können sich das vorher überlegen und wenn sie dann meinen, dass sie da irgendwie einen Harry rauslassen oder irgendwie hier so einen Mist treiben wollen, ja. Okay, das heißt, sie haben das jetzt frei, damit ist das Thema für mich jetzt auch erledigt. Weil ich da mit so einem Quatsch beschäftige ich mich einfach nicht mehr. Das habe ich genug gemacht. Ich war lang genug Admin auf so einem Server hier anlischen vor Ticket Light und so, also das habe ich ja abgegeben, um das genau nicht mehr zu machen. Und jetzt mache ich das so, dass ich da einfach sage, gut, Ende aus, Schluss. Ist aus meinem Leben gelöscht, es sei denn, ihm fällt was besonders Gutes ein. Und zwar was ich verstehe, nicht was er versteht. Tschüss. So, heißt... Jetzt können wir hier unten die Kabel reinschmeißen. Das ist doch schon mal cool. Also hier könnten wir jetzt... Wir haben natürlich jetzt hier nicht so viele. Wir müssen das überlegen, wie wir das bauen. Wir bauen vorne vielleicht ein Subsystem hin. Weil hier hinten werden wir ja auch... Hier hinten werden wir ja sicherlich auch noch das eine oder andere an ME-System haben. Hier bauen wir bestimmt so Speicher- und Crafting-Sachen hin. Und vorne bauen wir... Genau, so machen wir das. Vorne kommen langfristig die Festplatten und sowas hin. Denn die können wir von jedem Subsystem aus zugreifen. Die Crafting-Sachen können wir ja nicht zugreifen. Also Speicher und Maschinen. Interfaces können wir auch nicht zugreifen auf dem Subsystem. Moment mal. Was ist das für ein schwarzer Block mit Goldrahmen, aus dem dein Schiff gebaut ist? Ach, das, ja, schwarz, gut, das ist keine, das ist so ein Rostrot. Das ist hier von Factory Block. Das ist Gold-Plated Fancy Circuit Block. So heißt das Ding. Das ist von, kannst du mit so einem, wie heißt das, mit so einem Chisel-Ding machen. Also du musst erstmal einen Factory-Block herstellen. Kann ich mal kurz zeigen, ob ich so einen... Warte mal eben. Factory-Block. Wollen wir hier einmal... Warte mal. Einmal zeigen. Das ist jetzt nicht der Factory-Block. Ich muss ihn erst wieder zurück umwandeln. Frowki! Kann er kommen? Erstens weiß ich nicht. Wenn er kommen kann, muss er gucken, wie er mit seiner Freundin klar macht. Zweitens, er würde gerne erklären, ist eine gute Idee. Kannst du mir eine persönliche, mit der IP schreiben? IP, es gibt genug Möglichkeiten hier, sich zu informieren, wie das mit der IP geht. Mach mal.
So, ich mache nämlich jetzt was anderes. Ja, ist schon klar. Sieht, da kommt man dran, das ist alles so organisiert, dass das geht. Da kommt man dran, wenn man genug Engagement zeigt. Jetzt wollte ich hier den Dings rausholen. Damit ist das Thema fertig für mich. Also echt, ne? Diese Kiddies, ehrlich, ne? Nichts gegen Kiddies, überhaupt nichts, aber das geht echt gar nicht, ne? Ne, warte mal, das ist so falsch. So. Jetzt wollten wir uns diesen komischen Block angucken. Mit dem Block hier. Das ist der Original Factory Block. Der sieht so aus. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Ich kann es jetzt nicht ranzoomen. Aber ich kann den mal irgendwo hinstellen. Der sieht so aus. Ja, und diesen Block, den kannst du jetzt eben mit diesem Chisel-Ding. Mit diesem Chisel hier verwandeln in ganz viele andere Blöcke, wie man so sieht. Also, guck mal hier zum Beispiel hier, solche Dinger hier mit solchen roten Streifen, die man dann da so als Gefahrensymbol oder für so Maschinenblöcke, wo da so gelbe Begrenzungsdinger dran sind oder so, ne? Nein, nein, Frocky, ich nehme das nicht persönlich für dich. Ich weiß schon, mit wem ich die Rechnung machen muss, ne? Aber soll er zugucken, ist nicht mein Problem. Er weiß, wenn er will, weiß er, wie es geht, und der Rest kostet mich nur Lebenszeit. So, und man kann, und dann ist das eben dieser hier, den ich als Bau habe. Das sieht so ein bisschen aus wie verrostetes Eisen. Und wenn man das Schiff von außen sieht, sieht das so ein bisschen so aus wie Anti-Fouling-Farbe. Also, dass da keine Muscheln dran wachsen oder sowas. Ja? Na gut, lassen wir den mal hier. Naja. Ja. Wir wollten jetzt. Warum ist der denn jetzt nicht im Inventar gelandet? Im ME. Wir wollten uns mit dem ME-System beschäftigen. Und zwar, ob wir dann ein Subsystem rausbauen. Das heißt, wenn wir das nach vorne leiten, dann ist hier natürlich Fabrik, Maschine. Das kann man vielleicht noch mit einem ME-System klären. Für den. Wie groß ist der? 7x7, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Da ist der Reaktor zu groß, dass man da drumherum jetzt dann Controller bauen könnte. Obendrauf. Obendrauf geht auch nicht, glaube ich. Das ist dann, würde hässlich aussehen. Ne? Nee, das geht nicht. Nee, nee, nee. Das müssen wir dann gucken. Na, trotzdem, guck mal im Not Enough Item, das kann ich zwar auch, aber irgendwie, der ist billig. Factory Block, hier, guck mal. Also ein bisschen Eisen und ein bisschen Stein. Also billig. Und du kriegst richtig viel, guck mal hier. Du kriegst aus 8 einzelnen Teilen, ne, die reinschmeißt, von denen nur 4 Eisen sind und der Rest ist einfach nur Cleanstone. Da kriegst du 32 Factory Blocks. Kannst du dir vorstellen, wie viel man herstellen kann damit? Ja, genau. Isha, ist klar, genau. Genau, so, das war das, was ich hier wollte. Und hat man doch vorhin noch so eine Idee, was wir machen. Also mit dem ME-System. Müssen wir jetzt überlegen, wenn wir da zwei Systeme haben, dann können wir auch zwei Controller haben. Und wenn wir das vorne so machen, im Grunde genommen brauchen wir diese Wand hier unten gar nicht so richtig. Oder zumindest brauchen wir nicht die ganzen Komponenten. Ah gut, wenn wir natürlich hier hinten auch noch was einbauen wollen, dann müssen wir hier hinten Controller haben. Das geht nicht anders. Ach so, ja gut, aber wie gesagt, ist billig, Zossi, ist billig. Also wirklich billig und bringt viel, ne? Also viel Material.
Das habe ich mich ja wieder aus dem Konzept bringen lassen. Also im ME-System, wir wollten noch was anderes gemacht haben. Was war das jetzt noch? Irgendwas anderes, wo wir gebaut haben. Aber gut. Kriegen wir dann auch noch wieder hin. Fällt mir wahrscheinlich immer wieder ein. Oder euch fällt es ein, was wir noch machen wollten. Was anderes als ME-System. Aber egal. Jetzt müssen wir also erstmal so einen Controller haben. Da haben wir, müssen wir Skystone für haben. Was? Und genau den haben wir nicht. Fuck ich. Genau, in der Farmwelt. Jelurium. Genau, das war's. Wir gehen jetzt in die Farmwelt, suchen Skystone. Ich ja, bitte guck mal weg, wenn der Server leckt. Dann, by the way, suchen wir dann auch Jelurium. Vielleicht kann man ja beides miteinander verbinden, obwohl die Jelurium-Sachen immer unten sind und die Meteoriten sind oben. Ne? Also. Na komm, mach mal hin, ne, hier. Dadurch, dass wir die zweite Turbine jetzt auch angeschaltet haben, da ist auch ein Dingsanker. Jelurium. Naja, wir machen noch ein Passwort. Wir haben noch, wir bauen uns noch ein paar Personalanker. Warte mal, ich habe hier auch einen drin. Warte mal. Hier, nee, das ist ein World Anchor. Das weiß ich natürlich nicht. Der macht ja nicht wirklich viel, ne? Ja, ja, mit den Kompassen. Ja, ja, natürlich, klar, klar. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wollen wir mal erstmal gucken, dass wir das Schiff hier insgesamt, weil es ist ja auch relativ lang, ob das denn in drei Chunks passt. Scheiße, ne? Das habe ich beim Schiffbau jetzt gar nicht bedacht, dass wir den ja auch irgendwie zum Chunk-mäßig brauchen. Also hinten der Arsch ist in einem Chunk, dann haben wir das in einem Chunk und das in einem Chunk. Und hier vorne, wo das vorne sind die Mädchenquartiere, da ist nichts mehr im Chunk. Da müssen wir uns was anderes einfallen. Oder noch Personalanker. Vor dem Schiff müssen zwei Personalanker. Guck mal hier, du. Fuck, wir brauchen zwei Personalanker. Wir brauchen drei Personalanker, also einen für die. Ich weiß jetzt, ich muss mal eben ganz kurz gucken, ob die Location von den Laserdrills, ob die hier in dem World Anchor Bereich sind. Home Laser. Das weiß ich jetzt natürlich überhaupt nicht. Warum kann man das jetzt nicht sehen? So ein Fuck. Was ist das denn hier? Die haben die gefarmt. Ey, es gibt eine Farmwelt, ne? Warum farmen die hier in dieser Welt? Ey, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Sollen wir mal hier Daylight irgendwie einstellen? Oder hier Kavernzweck? Genau, das meinte ich. Ja, genau, das ist nämlich außerhalb. Das ahnte ich. Das heißt, wir müssen zwei, drei von diesen Dingern haben. Homebase. Ne, jetzt sind wir nämlich immer hier, das ist cool. Das heißt, wir brauchen, wenn ich das richtig sehe, hier vorne einen hier, einen zweiten da. Das macht der World Anchor mit den Nachbarschancen, das passt. Drei World Anchor brauchen wir erstmal jetzt, sonst geht es überhaupt nicht, auch nicht weiter. Weil ist ja klar, dass das System da nicht nur Jelurium liefert. World Anchor. Nee, Personal Anchor. Personal Anchor. Mal schauen, ob wir das direkt hinkriegen. 1, 2, 3. Und dann brauchen wir noch Enderperlen. 1, 2, 3. Aber dann brauchen wir 4, weil wir müssen den World Anchor ja dann auch noch irgendwo hinsetzen. Da haben wir schon, ja genau. So. Da
Das ist der Arsch, das ist das Hauptschiff. Heißt den zweiten World Anchor. Bauen wir mal einfach irgendwo hier hin, ne? Hier in die Schottwand oder so. Oder hier, dann fällt er nicht so auf, das ist ja nicht gerade das schönste Teil. So, da kommt jetzt 16 Stück rein, gut ist. Und das ist der nächste Chunk, also wir müssen da drüben jetzt weiterfliegen. Das ist der nächste Chunk. Und das ist schon der erste Chunk, den wir jetzt hier, guck mal, also perfekt, dann können wir es so direkt hier hinbauen, eins. Geht nicht, warum nicht? So, müssen wir natürlich auch merken, dass wir die Hinwil mal nachfüllen müssen. Ne? Das heißt, nee, weil wir den nachfüllen müssen und ihr keine Lust habt, dauernd darüber nachzudenken, wo die alle sind, das hatte ich nämlich auch schon, müsst ihr dauernd am Suchen, weil ich nicht mehr weiß, wo die hingetan ist. Kommen die jetzt mal einfach hier irgendwo hin, wo man die tatsächlich jeden Tag sehen kann. Und zwar auch so, dass man sie jeden Tag sieht. Einmal der Chunk und einmal der Chunk. So. Okay. Der Personalanker macht, glaube ich, nur einen Chunk, so wie ich das meine. Ich meine, der macht nur einen Chunk. Also ich weiß nicht, ob die Server-Einstellungen anders sind als im Wiki, aber so viel ich weiß, macht der nur einen. Ah nee, der Spotloader macht drei. Du hast wahrscheinlich recht. Warte mal, der Spotloader. Warte mal eben, haben die denn sowas auch hier? Spotloader, oder wie das Ding heißt? Nee, das haben die nicht. Also wir machen vorsichtshalber lieber ein paar zu viel, das ist auch zu wenig. Nee, auch 3x3. Ja, dann muss ich meine Kalkulation natürlich ein bisschen ändern. 3x3 heißt dann, dass wir hiervon nur einen brauchen erstmal. Nämlich den. Der macht dann diesen Chunk und den vor dem Schiff und an den Seiten. Und diesen. Und der wird wieder, der nächste wird wieder erfasst von dem eigentlichen World Anchor und so weiter. Gut. Das heißt, jetzt gehen wir erstmal runter zu dem Laser Drill. Jetzt müssen wir mal gucken, was denn hier für ein Problem besteht. Da ist das alles rundherum schön. Da brauchen wir noch mal einen drauf. So. Und das wiederum heißt, so noch mal kurz in die Karte gucken. Das heißt, der Chunk ist, warte mal, der Chunk ist geladen und die drumherum sind auch, es ist ja cool. Ja. Kann ich jetzt mitleben, man muss den Eimer laden und bleibt dann, bis man aufgeht. Ja, ja, genau, genau, das ist mir schon klar. Aber hier Basis-Ding bin ich ja hin und wieder nochmal und im Schiff bin ich ja sowieso, da wird dann, ich weiß nicht, die persönliche Ladebreite ist glaube ich 5 Chunk, ne, wenn ich da irgendwo bin, würde heißen, egal wo ich auf dem Schiff bin, dass wenn ich hier hinten im Heck bin, da habe ich 1, 2, 3, 4 noch einmal, also das müsste eigentlich, das Schiff wird immer geladen, komplett, wenn ich da bin und damit auch beide Personal-Anker. Die Turbine, die weiter hier hinten steht, diese Turbine, die hier hinten steht, die kann ich natürlich nicht mitladen. Das heißt, da habe ich meinen Homepunkt hingesetzt, damit ich, wenn ich überhaupt auf die Base gehe, komme ich nicht im Schiff an, sondern da.
Und von da aus fliege ich dann hier rüber. Das heißt, das Ding ist dann auch automatisch gleich mitgeladen. So in der Art hatte ich mir das überlegt. So, der Schumpf wird aber nur geladen, wenn du online... Genau. Nee, es ist okay. Soweit hatte ich das verstanden. Homebase. Wenn ich jetzt Homebase mache, bin ich auf dem Leuchtturm. Ja. Ja, man geht der relativ häufig auf, ne? Weil der Server dann noch mal stehen bleibt oder sowas. Da muss man jedes Mal wieder dahin. Das ist ein bisschen sehr nervig. Aber kann man ja nicht ändern. Man muss ja irgendwas tun, um die Serverstabilität dann auch aufrechtzuerhalten. So, jetzt wollten wir Minen gehen. Wir wollten jetzt haben Skystone für Controller, fürs ME-System, damit wir endlich mal automatisieren können. Und wir brauchen vor allen Dingen Hilorium. Also wenn ich jetzt in eine andere Welt gehe, also auf die Farmwelt gehe ich ja, ne, dann bleiben meine Controller, meine Personalanker aber geladen. Ne? Oder muss ich auf der Welt hier bleiben? Ja, das wäre dann dämlich, ziemlich. Einfach, hey, das hört sich ja interessant an, was du da schreibst. Und der Busfahrer ist auch wieder an Bord. Wenn ich offline bin, verbraucht sich meine Baumfarm mit Kessel. Also das machen wir jetzt mal, da habe ich ja meine Messmethode, also ganz simpel. Das machen wir ganz einfach. Furnace, da haben wir keinen. Cobblestone. Dafür habe ich ganz einfache, primitive Messmethoden. Da werdet ihr euch noch wundern. Aber ich will zwei haben. Von diesen Öfen. Oh, jetzt habe ich 25 Öfen. Ja, ist klar. Und kein Cobblestone. Ich habe nur noch 48 und 52 Cobblestone. Wie krank. Ey, sag mal, hast du eigentlich einen Klatsch am Kappes? Ja, warte mal, ich hole meinen Bogen raus, dann kriegst du einfach die Bretz. Puff, puff. So. Nochmal. Was du meinst, ist der Passivanker. Ich glaube, der Weltecke lädt in anderen Welten auch, glaube ich. Und der Personal Anker, ja. Froggy, warte mal eben. Nein, die Frage ist jetzt, das werde ich aber jetzt ausmessen. Jetzt habe ich mir gerade hier meine schönen Dinger gebaut. Jetzt werden wir mal irgendwas da reinschmeißen, was das verbrennen kann. Also, guck mal, irgendwie so ein Kram, den wir sowieso nicht brauchen. Kohle. Komm, Kohle zu Kohle. Und dazu nehmen wir nochmal 2 Stacks Kohle. So, jetzt machen wir mal einen und stellen wir jetzt mal schlicht und einfach hier hin. Schmeißen da Kohle und Kohle rein. Das braucht relativ lange, um das durchzuknallen. Scheiße, das ist natürlich jetzt doof. Ich will jetzt schnell mal nach vorne. Zu dem anderen. So, und hier brauche ich jetzt auch noch mal einen Ofen hin. Und dann gehe ich Home Farm, damit ich da weg bin. Und gleich gucke ich nach, ob die jetzt aber eine halbe Stunde oder ich wiederkomme, ob die durch sind oder ob die sehr unterschiedliche Mengen produzieren. In der Zwischenzeit kann der Vorder ja vielleicht 10 mehr haben oder sowas. Ne? So. Den Weltanker muss ich nicht extra laden. Reicht es on zu gehen? Ja, aber die Welt, ja, also pass auf, jetzt bin ich ja auf der Farmwelt. Ich ja. Das Entscheidende ist, ich bin jetzt auf der Farmwelt. Jetzt bin ich ja nicht mehr auf meiner
eigenen Welt. Nur mal, keine Ahnung, ja. Und jetzt bin ich in der Farmwelt, ist eine andere Welt. Ist denn jetzt mein Personalanker auf der anderen Welt noch geladen jetzt oder nicht? Das ist die Frage. Ja, das habe ich schon verstanden mit dem Aufgehen. Aber wenn ich nicht aufgehe, sondern einfach nur in die Nesa gehe und ins End oder hier in die Farmwelt, was ist dann mit meiner Welt auf dem... Gut. Werde ich ja gleich sehen. So, jetzt gucke ich mal eben diesen Fraki sowieso. Wo ist denn der jetzt, der? Wie heißt der überhaupt? Relius da, keine Ahnung. Wo ist der denn? Soll mal irgendwo hinkommen, wo ich auch bin? Quatsch, ehrlich, ne? So, soll der mal nach Infinity Channel 5 kommen, damit er sich da mal deutlich erklärt. Ja, weil du hast hier einmal geladen. Ja, okay. So, jetzt bin ich ja wieder in dieser Farm, diesem Farmes. Diese hohen Bäume, ne, das solltet ihr echt aus dem Modpack rausnehmen, diese komischen Bäume. Ne. Also ich wollte mich dann jetzt mit diesem komischen, wie heißt er, sowieso alleine unterhalten. Nicht, dass jetzt alle in den Channel kommt, dann mute ich mich und dann war es das Thema durch. So, wir wollen jetzt hier Lorium sammeln, haben wir gesagt, und diese und solche. Ah, wir müssen so einen komischen Meteoriten. Ah, nee, den so Kompass habe ich jetzt nicht. Mist. Und ich habe auch keine Logistik. Ich kriege gleich ein Logistik-Pipe-System, damit ich endlich auf mein ME-System zugreifen kann. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier Lorium sammeln. Jetzt ist da irgendwie einer, der sich hier Relius da nennt. Jetzt muss er sich nochmal melden. Okay, ich habe den Eindruck, das war's dann. Der hat sich da sehr merkwürdig gemeldet und... Okay. Also, Frauke, er ist zurechtgebannt. Ich ahnte es. Habe ich die nötig. Die Leute können ihre Scheiße alleine machen. Pft, abhaken. So, genau. Auf dem Beispiel werden sie entladen. Gut, jetzt gehen wir mal runter. Wenn wir schon mal hier keine Dingens haben, gehen wir mal runter. So, sind wir noch nicht ganz unten, ne, oder? Wie tief sind wir denn jetzt hier? 46, das ist noch ziemlich hoch. Ich glaube, dieses hier Lorum ist weiter unten. 15, ja, das hört sich schon gut an. Das ist schon mal nicht uncool hier. Lapis kann man auch immer gut gebrauchen. Obwohl, ich glaube, mittlerweile haben wir auch davon genug. Wir brauchen eigentlich nichts mehr zu ernten, außer hier Lorium. Alles andere haben wir genug, denke ich. Selbst Redstone haben wir genug. Also, ich schalte das Ding mal eben um, damit der nicht mein ganzes... Aber wir brauchen noch ein bisschen Cobblestone. Ich glaube, das Cobblestone nehme ich mal aus dem Dingen raus, aus der Void-Dings hier. Den nehmen wir mal raus. Und dann... wir brauchen ein bisschen Cobblestone, ganz ohne geht gar nicht. Ne? Ja, Frauke, kann man nur sagen, solche Freunde braucht keiner. Und jetzt wollte ich den. Jetzt habe ich den noch nicht breit geschaltet. Jetzt wollte ich den breit schalten. Wollte ich den auch noch. Size 9 und Deep. Auch 9. So. Und jetzt packen wir die Klamotten mal hier noch ein bisschen weg. Den zumindest.
Gut. Da ist Hyalurid. Das heißt, jetzt können wir hier erstmal Hyalurid reinschmeißen. Ich will das Hyalurid haben. Und wenn ich das jetzt einzeln rausziehe hier, ich will einfach nur den Speicherplatz. Ah, hier ist ja Hyalurid. Pass auf. Das heißt, wir schmeißen jetzt mal hier so ein paar Sachen einfach raus, die wir gar nicht brauchen. Von denen wir wissen, dass wir sowieso genug haben. Selbst das Lapis und diesen ganzen Quatsch, den schmeiße ich mal alle raus, den brauchen wir ja nicht wirklich. Den Stone, ah gut, den Stone hätte ich mir behalten sollen. Hier, das können wir auch rausschmeißen. Davon können wir auch raus. Wir wollen die Lorium, sagen wir Leute, das ist ganz klar. Heißt, wir werden jetzt hier massiv durch die Welt rasen. Ja, rasen jetzt nicht, aber einigermaßen vorkommen. So. Und dann soll der hier mal einsammeln. Das haben wir jetzt mal alle. Dias brauchen wir auch nicht unbedingt, glaube ich. Ne? Oder? Warte mal. Das brauchen wir auch nicht so unbedingt, aber wir nehmen mal ein paar mit, wer weiß, wofür es gut ist. Ein Stack Dias kann man ja nicht gestecken, Gau sollte man nicht ins Maul schauen, so heißt das doch so schön. Ne? So. Ja, die Quarry braucht viel Strom, haben wir ja im Augenblick nicht, das Stromverhältnis zu Hyalurium ist ja im Augenblick schlecht. Und dann braucht es auch relativ lange. Ich habe mich ja gerade warm gelaufen, ich bin noch gar nicht fertig mit den grundlegenden Einstellungen hier. Wo ist denn der Dia? Ich hatte doch keinen Dia. Da unten ist ein Dia. Den will ich ja jetzt hier nochmal in meinem System drin haben. Ah, genau. So. Du willst mit der Quelle schneller sein? Das glaube ich nicht. Achte mal drauf, wie das hier geht. Das ist very, super, super very simple ist das. Und vor allem ist es sehr gezielt. Ja, das machen die Jungs ja bei uns in der Hauptwelt, also in der Welt, wo die Farmen haben. Ne? Gehen die einfach hin und hauen die Welt kaputt, so ein Quatsch. Ne? Aber gut. Guck mal, auf die Art und Weise haben wir schon 64 und 14. Also so schnell kriegst du mit der Quelle keine Hyalurims, das glaube ich nicht. Sogar Draconium, ach, das lassen wir mal weg, da habe ich auch viel von. Obwohl, nee, Draconium sollte man vielleicht nicht wegschmeißen. Also, genau, das nehmen wir auch mal mit, wer weiß, wofür es gut ist. Na gut, und weiter geht's. Ich glaube, jetzt haben wir den. Das hier alles voll. Das heißt, jetzt werden wir das mit dem Voiden wieder einstellen. Dass der diese Sachen auch voidet. Jetzt haben wir keinen. Moment mal, das ist aber jetzt doof. Warte, ich lese mal den Chat. Ja, an einem Tag. Ja, wenn ich einen Tag farmen gehe auf die Art und Weise, da habe ich nicht 6K. Ich weiß nicht, wie viel ich dann habe, aber boah. Ziemlich viel jedenfalls. Wir gehen mal nach Hause. Ich muss mal eben die Vorstufen, die habe ich ja vorhin dummerweise weggeschmissen. Zit Home Farm. Ich komme gleich wieder hier hin. Homebase. So. Jetzt gucken wir auch direkt mal nach, was denn unsere Öfen gemacht haben. Da ist das Schiff.
Müssen wir jetzt direkt mal reinspringen, dass wir da auf keinen Fall so viel Zeitverzug drin haben. Warum geht das jetzt nicht? Also der hat 64 durch, da wird der andere die auch durch haben. Das heißt, das ist definitiv trotzdem durchgängig geladen gewesen, auch wenn wir in der Farmwelt waren. Das wollte ich ja gewusst haben. Und das ist hier auch so. Das ist ja gut zu wissen. So, jetzt muss ich mal eben hier ein bisschen Platz machen. Das schmeißen wir mal raus. Das brauchen wir jetzt nicht so viel. Können wir hier mal lassen. So. Den ganzen Kram auch jetzt voll Yellowium. Dias lassen wir mal und Draconium, das kann weg. Gold kann auch weg. So, das können wir. Das kommt in die Turbine gleich. Ja. So viel Cobblestone habe ich ja gar nicht. Oder kann ich das automatisch? Nee, ne, das geht glaube ich nicht automatisch. Das kann ich ja nur wollen. Was? Naja, wenn es dann so ist, dann gerne. Wenn du den Schluss hast nicht geschrieben, jetzt wärst du jetzt schon gebannt. Aber da ich ja ein Optimist und Menschenfreund bin, warte, was habe ich denn jetzt hier falsch? Das ist nicht gut. Den wollten wir doch wollen, das war doch der Sinn der Sache. So. Ich gehe mal raus. Schmeißen das Yellowium schon mal in den Reaktor rein. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier gucken. Da ist der Laser nämlich auch geladen, was ja auch wichtig ist, obwohl der ja angeblich noch geladen war. Aber schauen wir mal. Das kommt jetzt alles in den Reaktor. Und dann gehen wir in die Farmwelt. Hey. Schwupp, schwupp. Und dann teilen wir mal auf. Na ja gut, das gehen wir schon. So, ach nee, den anderen brauchen wir dann auch nicht. Den können wir immer hier lassen. Den. Ich glaube, die sind häufiger. Home Farm. Schwupps. So, jetzt geht es mal. Schlückli, wie du hast. Quatsch ich den ganzen Abend nur und geht nicht weiter. So, das hatten wir jetzt. Mal gucken, was wir hier verpasst haben. Nicht wirklich. Ja, jetzt haben wir nämlich jetzt ziemlich massiv. Achte nur auf. Ich weiß, das sieht jetzt für normale Leute ein bisschen super chaotisch aus hier, aber es ist im Grunde scheißegal. Hauptsache es kommt massiv aus der Woche raus.
Hi, Abend. Wer auch immer jetzt gerade noch dazugekommen ist, 2 oder 3 sehe ich hier so gerade eben. Also das ist schon ziemlich effektiv, glaube ich, was wir hier so treiben. Und mal gucken, wie viel wir jetzt hier drin haben. 1, 2, 3 Stick. Ja, noch ein bisschen mehr als 3 Stick, aber gut. Moin Moin. Ich meine, wie gesagt, das ist Farmwelt hier, da kann man sowas machen, ne? Ich kann da auch so durch, einfach geradeaus durchfliegen, geht auch. Dann auch rückwärts noch mal gucken, ob wir was übersehen haben. So, jetzt fliegen wir wieder zurück. Fängt der Ichai gleich an zu weinen, weil der Server steht. Wo war ich denn jetzt hier? Das habe ich jetzt alles hier schon abgearbeitet. Hier waren wir noch am Gucken. So, mal gucken, was unsere Ausbeute so ergeben hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stack, das ist schon was. Ja, du bist ja beim Infinity-Mod. Ja, was spielen wir hier? Ich hoffe, der entgleitet das jetzt nicht. Ach, guck mal, ein Stack, anderthalb Stack Dias auch mal. So by the way, ne? Ohne auch nur eine Sekunde drüber nachgedacht zu haben. Ach so. Ach, daher Wurf. Ach so. Entschuldigung, ja. Dann bist du jetzt entschuldigt. Du darfst zugucken, wenn ich Mist mache. Nicht petzen, nicht petzen. Aber ich will jetzt endlich mal dieses Hilorium-Thema endlich vom Tisch haben. Das geht mir nämlich auf den Sack. Normalerweise muss man hier und wieder am Anfang noch ein bisschen farmen. Das muss ich jetzt auch mal eben machen einfach. Ne? Zumal ich ja auch noch Meteoriten brauche. Das haben wir auch noch nicht. Das Thema mit den Meteoriten. Ach, da war ich ja gar nicht wieder zu Hause. Machen wir das gleich noch, wenn ich wieder zu Hause bin. Dass wir da so einen komischen Dings haben. Diesen Kompass. Seines begegnet uns zufällig so einer. Thank you.
okay, genug gefarmt, das reicht jetzt erstmal. Die Welt ist schon kaputt genug jetzt. Hier haben wir Homebase. Und dann kann ich jetzt wieder. Das muss natürlich jetzt in diesen komischen QED rein mit ganz viel Kohle. Aber dafür von Kohle genug haben, das ist kein Problem sein. Ja, zwei ist eines, passt gar nicht mehr ins Inventar, das müssen wir so Platz schaffen. Hi. Wer auch immer da jetzt gerade neu gekommen ist, irgendwie habe ich den Eindruck, da sind ein paar. Ja! Wie kann man bloß so derartig bescheuert sein? Ist ja gut, dass ein Schiff symmetrisch ist. Fuck, ehrlich, ne? Die ganzen Maschinen alles abgeschossen. Oh, das ganze ME-System auch noch. Oh, jetzt gehen wir mal ein Problem. Das war alles vom Despawn-Schützen hier. Ja gut, dass wir sowieso das ME-System neu bauen wollten. Irgendwie war das nicht so. Fuck it, ehrlich, ne? Oh, der Reaktor ist heile geblieben. Ehrlich, ne? Ja, was mache ich? Ja, ist klar. Ja, genau, das ist der große Nachteil. Ne? Ja, Safe Mode On heißt, ich kann fast nirgendwo was machen, weil er immer sagt, du darfst nicht. Das ist auch Unsinn. Das habe ich schon so oft hinter mir, ne? Ja. Ja, ich ja. Schlecht, ich muss das gerade aber rückwärts lesen. ja. Ja, müssen wir jetzt durch. Fuck. Scheiße. Aber gut. Jetzt mache ich jetzt den Stuff wieder zurück, ne? Nicht, dass das wirklich nochmal so eine Scheiße passiert, ehrlich, ne? Ey. Wo man erstmal das Wasser loswerden, ne? Da wollte ich auch eigentlich nur Meteoriten gesucht haben. Thank you.
Ja, da unten ein paar Fischspotter und ein paar Glasscheiben, das wäre doch mal was, ne? Border Games 3 muss erstmal beginnen. Ich habe da dem Radio-Mann heute Morgen so eine Notiz geschickt. Hier so eine, wie heißt das, so eine persönliche Nachricht oder wie auf diesem Forums-Dingsbums da über seinen Account da. Das habe ich aber heute im Laufe des Tages keine Zeit mehr gehabt, da nachzugucken, also ob er geantwortet hat und wenn was. Und wir werden sehen. Und wenn, dann musst du einfach auf den Server draufkommen und fertig. Ich glaube, das ist öffentlich dann. Wir müssen uns eine Woche lang die Ohren und die Köpfe um die Ohren hauen. So, jetzt haben wir das natürlich hier alles so ein bisschen auseinandergerissen. Was natürlich nicht sonderlich cool war. So, mal sehen, dass wir das Scheiße hier oben auch alles. Wow, guck dir mal diese riesen. Diesen riesigen Schaden an mit so einem Schlachto. Pfah. Hi, Shui. Shui. Na, wie auch immer. Ich werde es nicht lernen. Ich bin da kognitiv schwach strukturiert. Wie heißt das so schön? Bei der Art von Schaden muss man sich ja direkt jetzt überlegen, ob man nicht das ME-System direkt woanders hinbaut. Denn hier steht ja jetzt eigentlich nichts mehr vor dem Zeug. Ne? Also, ich meine, müssen wir eh alles reparieren hier oben. Weil immerhin steht der Billardtisch noch. Pfe. Wenn wir das ME-System woanders hinbauen, dann kommen wir hier oben auf die Brücke. Zumindest ein Teil davon. Aber das ist natürlich dann doof, weil du die Leitung hast. Die Leitung kriegst du nicht runter. Wieso kann man diese Tür nicht auf und zu machen? Was ist das für ein Mist? Ich sage nicht, dass die abgeschlossen sind. Wir sehen ja schön aus, aber abgeschlossene Türen kann ich auch nicht so leiden. Ja, von der Brücke aus runter, das ist jetzt schwierig. Müssen wir mindestens ein Dance-Kabel runterführen. Und das wird echt ein Problem. Oder wir machen das, nein, das Ganze hier nicht durch, hier vielleicht. Dann geht das mit der Scheibe nicht. Dann geht das nur hier. Dass man diese Säule. Gut, kann man da so ein. Wo käme man denn dann raus? 1, 2, 3. 1, 2, 3, kann man genau in der Scheibe raus, ne? Das ist nicht gut, nicht wirklich gut. Das ist nicht wirklich gut. Müssen wir erstmal gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen. Jetzt machen wir das Loch erstmal wieder zu.
Ehrlich. So ein Scheiß, ne? Aber so ein Scheiß. Kostet eigentlich wieder ewig Zeit, ne? Das kostet dann jetzt echt Zeit. Hier war auch noch die Treppe. Hier war ja auch noch die Treppe. Hallo, hallo. So eine Scheiße, echt, ne? Wahrscheinlich waren da noch 1000 Fenster. Genau, da waren 1000 Fenster. So, und die Fenster sind natürlich kaputt. Muss ja irgendwann mal gucken, dass wir das wieder repariert kriegen. Ja. Oberätzend. Dann müssen wir die Treppen auch noch wieder runterführen. Haben wir die denn hier? Oh, ein paar Treppen, das ist schon mal gut. Hier unten unter hat man doch auch irgendwas stehen als, keine Ahnung, Ausstattungsmerkmal. Irgendwas, was man gar nicht gebrauchen konnte. Ja, jetzt muss ich mich leider ein bisschen konzentrieren, bin jetzt mit chatmäßig nicht so ganz dabei, falls da irgendwas Interessantes ist. Na gut, so, was haben wir hier? Das ist ja noch heile geblieben. Müssen wir hier noch von diesen Dingern, da müssen wir auch noch welche dahin bauen, wenn wir welche hätten. Was zur Hölle ist ein annehmend Block von Dekokraft? Was zur Hölle ist ein annehmend Block von Dekokraft? Mal gucken. Da habe ich jetzt irgendwas im Inventar, von dem ich gar nicht weiß, was es ist. Ja, gut. Das ist das Schicksal. So, die Türen sind drin geblieben. Jetzt müssen wir aber hier noch ein paar Blöcke haben, oder?
So, da drüben auch, oder sehe ich das falsch? Da kommt die Tür. Das heißt, hier müssen noch ein paar Blöcke rein. Haben wir aber nicht. Oder wenn, dann hier unten in den Thron irgendwie. An den Block. Na, immerhin, den haben wir noch mal gefunden. Ey, die haben wir auch abgeschossen. Das war ein Rettungsring. Bestimmt draußen. Nur mal gucken. Ist ja gut, dass wir alles symmetrisch gebaut, halbwegs symmetrisch gebaut haben. Hier müssen wir auch noch alles plattieren außen. Und hier die. Das müssen wir auch noch alle wieder bauen. Na super. Wie ist das hier hinten? Genau, das muss nämlich außen sein, sonst geht das nämlich nicht. Das bleibt das Rad stehen. Yeah, boah, ist das eine Scheiße. So eine. Ja, aber sowas von verkackt, ehrlich, ne? Der Bauskill, ja. Der Abriss-Skill ist das, du. Ist das noch mal gucken, wo ist denn dann? Ach, da oben dran, na gut. Sicher, dass das richtig gebaut ist. Jo. Naja, so. Wollen wir es mal nicht ganz so eng nehmen, ne? Ich muss ja hier noch ein bisschen Quarz reinbauen. Ich muss irgendwo herholen noch. Keine Ahnung, woher wir das holen. Vor allem weiß ich nicht, warum ich hier nicht reinkomme. Das ist doch kacke. Ist das drüben auch so? Das ist irgendwie doof. Ziemlich doof. Aber da müssen wir uns was einfallen lassen. Da sind wir ja findig. Das verstehe ich jetzt hier nicht. Da ist einer über. Gut, auf irgendeine Art werden wir das schon hier wieder zusammenbasteln. Na, ich glaube, so langsam haben wir es wieder. Ah ne, hier war was anders.
Das war nämlich so. So sieht das besser aus. Mox, dann ist ein Modpack, dann ist fertig. Wie viel da drin sind, weiß ich nicht. Ja, das schafft. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Und wenn nicht so, dann anders, ne? Aber das Ätzende ist ja, dass das ganze ME-System unten abgeschossen ist. Ne? Das ist natürlich jetzt ziemlich dämlich. ME-System weg und die ganzen Arbeitsmaschinen hier und so. Das müsste ich mir jetzt alles wieder neu einfallen. Der Tesseract und alles, das ist auch der Tesseract. Mal gucken, wo haben wir den Tesseract? Das Ding haben wir irgendwo. Kein Tesseract. Der Tesseract ist ganz weg. Da sind wahrscheinlich noch mehr Items weg. Da ist der Tesseract. Gut, dann haben wir ja noch die Chance, dass wir nichts verloren haben. Das sieht doch schon mal nach was aus. Ja, mag sein. Also die Zahl weiß ich jetzt nicht. Aber okay. Wir hatten jetzt immer noch vor, diesen komischen Kompass zu bauen, um dann endlich einen Meteoriten zu finden. Ja, genau. Heißt, wir müssen das ME-System auf jeden Fall improvisationsmäßig doch nochmal wieder hinstellen, auch wenn wir es dann später vielleicht woanders hinbauen. Obwohl das, sollen wir mal sehen hier, komm. Was war denn hier dran? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall hat man eine Menge von diesen Dingern hier. Da, von denen vier mehr nicht. Okay. 1, 2, 3. Ja, ich weiß. Irgendwann hast du schon wieder was gefunden, wo du auf mich losknallen kannst, ne? Blödviech. Als hätte der nichts anderes zu tun. Kannst du nicht mal einen anderen Job suchen? Das blüht mir nur mein System hier wieder voll. Voller Spasten. So, soll ich Ihnen ist scheiße, du, dir, aber Ihnen ist Mist. Aber lest mal trotzdem. Ich arbeite nicht mit solchen, wie heißt das hier, Texture Packs oder was, ne? Weil dann erkennen die Zuschauer nicht immer zwingend, was für ein Block das ist, wo ich gerade dann am Arbeiten bin. Die einzige allgemein verbindliche Optik oder Sprache ist Default. Und genau die werde ich immer spielen, weil das geht sonst nicht. Ne? Jetzt weiß ich gar nicht, was hier fehlt. Das machen wir erstmal einen Haufen. Läuft denn das ME-System jetzt wieder? Ah, den Controller fehlt noch. Wo wollte ich denn den? Der Controller, wo ist denn der Controller überhaupt? Moment mal. Hier muss der Controller hin. Wer, ich finde den nicht. Hier sind nur Festplatten drin. Da ist der Controller. Haben wir ein Schwein, ehrlich, ne? Da. Gut, dann schmeißen wir mal alles rein, was wir an Platten haben, und hoffen, in der Hoffnung, dass da auch wirklich genug Heile geblieben ist. Was will man sonst machen?
10 Festplatten fehlen. 10 Festplatten fehlen. Boah. Zehn Pressplatten sind weg. Wenn wir Pech haben, aber teuer. Wenn wir Pech hatten, war das teuer. Das wird uns einiges gekostet haben. Denn die sind alle leer, pass mal auf. Na gut, das Draconium ist noch da. DS. Ein paar Scheiben sind noch da. Man wird sehen, ich kann es ja nicht ändern. Ich kann es nicht ändern, das ist so. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Aber normalerweise spiele ich auch Vanilla hin und wieder mal, aber nicht so häufig. Und dann natürlich immer Multiplayer. Singleplayer mache ich eigentlich selten, also im Sinne von Tutorials oder so. Aber normalerweise spiele ich dann schon auch mit anderen zusammen. Ne? Ja. Jetzt müssen wir erstmal hier den Reaktor füllen. Und dann gehen wir dann doch. Helium, Helium, Helium. Passt doch. Ist leer. Hier sind noch ein paar Sachen drin, auch noch mehr Helium. So, bauen wir die Dinge mal einfach nebeneinander, weil ich jetzt sowieso nicht weiß, wofür sie gut sind. So, immer. Da hat irgendwie einer Del Kieze ist uns gefordert. Finde ich ja super. Also auch die anderen, ne, habe ich jetzt gar nicht in der ganzen stressigen Situation, die ich jetzt hier hatte, gar nicht die mitgekriegt, ob sich da einer zum Followen bereit erklärt. Also seid ihr alle natürlich herzlich willkommen, keine Frage. Aber ich hatte hier halt mit meinem Staff of Power gar so ein bisschen Scheiße gebaut. Und das wollte ich dann doch jetzt nochmal eben kurz behoben haben, bevor ich dann wieder in die Farmwelt gehe. Weil ich wollte ja eigentlich, das war die ganze Zeit, ich wollte jetzt eigentlich Dings gesucht haben hier.
fürs ME-System, diese Meteoriten. Na gut, dann können wir den hier auch noch mal raushauen, ne? Wenn schon. Dann haben wir auch einen guten Flugeingang, da brauchen wir das, können wir das hier hinten mal irgendwann mal hier hinten mal zumachen. Nicht jetzt, aber später. Jo, hat was. So. Ich gehe nochmal gucken bei dem QED da hinten, ob da noch was drin ist. Ja, sehr viel Chisel, ja, ja. Ja, was willst du machen, ne? Das weiß ich gar nicht, wofür der den Transfer-Node hier jetzt hat. Transfer-Pipe. Das... sieht nicht gut aus. Wie meinst du das, Mastermind? Verstehe ich nicht. Von was zur Hölle habe ich mit den Transfer-Nodes gemacht? Echt? Einschlag und alles ist fort und da weiß nicht mehr, was war. Das ist ja total doof. Was haben wir denn hier noch für Sachen drin, lieber? Die Truhe ist jetzt leer. Hier. Liquids. Flut. Ah, das hat bestimmt was mit diesen komischen Dingen hier hinten zu tun. Das bauen wir wieder neu irgendwann. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich weiß vorhin noch nicht wie und was. Das brauchen wir wieder neu. Da muss ich mir jetzt Gedanken zu machen, habe ich jetzt keine Lust zu. Ich wollte nämlich eigentlich in der Farmwelt und da gucken, dass wir da jetzt einen Meteoriten mal finden. Jetzt machen wir vorhin die Butzenscheiben noch mal kurz reparieren. Echt, so ein Stuff of Power, der nervt aber sowas von. So, jetzt zieht es wenigstens nicht mehr. Wo fährt mir das? Ach, die Kisten, ne? Die waren natürlich hier irgendwie bei dem Ding dann. Na gut, das können wir doch. Bauen wir sowieso alles neu. Wahrscheinlich bauen wir es auch automatisch direkt. Wenn wir dann schon dann gleich hier Controller und Co. haben, dann geht es ja direkt weiter. So, ich lese mal eben ganz kurz. Wer den Namen, Tai und wer auch immer da ist. Dieser Franz-Peter Wurst, der hat die Regeln nicht gelesen. Ne? Der kann sich das überlegen oder ich werde ihn dann irgendwie mal abschießen. Ne? Kontextfreie, sinnlose Formulierungen werden Icke. Unten müsste das eigentlich in Help Frequently Asked Questions oder wie es auch immer heißt, stehen. Genau, und dann gibt es nämlich auch noch folgenden Befehl dazu. Wie heißt das Ding jetzt noch? Genau. Ich hoffe, es funktionieren alle. So, jetzt müssen wir erstmal diesen Kompass bauen. Bin mir nicht sicher, aber allen. Mal gucken mal, ja gut, also ganz so. Der Kompass, der geht doch irgendwie so. Warte mal, wie werden denn das noch? So, 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 ne? Und dann gibt es den so, 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 so. Muss das nicht in Charged sein? Das müssen, glaube ich, Charged sein, ne? Warte mal, Kompass.
Wo ist er denn? Da. Einschalt. Na, ist klar. Wie scheiße mein Gedächtnis ist, ne, ehrlich. Aber wir haben keinen. Ja, das wird sicherlich das eine oder andere sein, was uns mit der Zeit auffällt, was in ewigen. In 10 Festplatten sind fort. Wenn ich mich richtig erinnere, oder? Das war hier, nee, war da nicht eins, was leer war, ganz hier in der Ecke? Dann hätten wir alle Festplatten. Dann, na gut, aber wir machen jetzt immer Charge Status Quasi. Entweder holen wir uns was hier hinten. Wenn da noch was drin ist im System. Oder wir haben den Charger ja hier stehen. Genau, guck mal, das ist doch, was ich meine. So. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. So, Kompass, ab die Post. Und jetzt wird es ja Spaß, aber wir in die Farmwelt. Jetzt kann ich die Staffelbau wieder groß machen? Weiß ich noch nicht so genau, ne? Ich glaube, das lassen wir mal besser. Jo, da wären wir. Ist allen möglichen Müll schon hier wieder im System drin. Die Richtung, meint er. Na gut, dann tun wir ihm den Gefallen. Wie gesagt, ich ja, wenn du jetzt meinst, dass die Farmwelt irgendwie laggy wird, nicht petzen, nicht petzen. Ja, da haben wir schon. Warte mal. Das ging ja flott. Na gut, er ist ja nicht sonderlich groß. Okay, nicht sehr groß, aber passt. Kuhstedt, was hast du an deiner Auswertung zu meckern? Die kann ich gar nicht beeinflussen. Also, warte mal, hier bauen wir den aber was größer. Das sehe ich ja jetzt nicht ein, dass ich das Ding jetzt hier kommt dann gar nicht in Frage. Bam, hohes. So, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß mal rausschauen. Guck mal hier, der Engineering. Ist doch cool. Noch eine, guck mal, was ist das noch? Calculation, ja, immerhin. Guck mal, 3, du. Logic auch noch. Great Wood Sapling, ne, das brauchen wir jetzt nicht. Copper. Andesit. Granit. Ah, ja gut. Tun wir so, als wäre das alles nicht so ganz so wichtig, was wir da jetzt noch gefangen haben. Schmeißen wir das mal. Da ist einer wieder ein My Dickies Big Lol. Was? Auf jeden Fall, der folgt uns jetzt auch. Finde ich eine gute Idee. was haben wir denn jetzt hier? Zinn brauchen wir nicht. Kupfer brauchen wir nicht. Das ist alles Quatsch hier. Eisen, ja gut, Eisen nehmen wir vorsichtig, aber mit, wer weiß, ob wir nicht doch noch was von Andesit brauchen wir schon mal gar nicht. Ja, gut, auf jeden Fall haben wir einiges an
Warte mal, wenn ich so eine Skystone Chest. Ah, hier ist die Chest. Guck mal, hier ist die Chest. Das ist doch cool. Homebase. So, jetzt gehen wir wieder auf die Turbine. Warten auf die Karte. Ich gucke immer noch. Ich muss noch da gucken. Set Homebase. So. Ja, aber warum hattest du so eine merkwürdige... Das sah so aus, als wärst du in irgendeiner Weise unzufrieden. Und das mit dir selbst, mit mir, mit was auch immer. Da wollte ich jetzt zumindest mal nachgefragt haben. So, jetzt brauchen wir den ganzen Kram hier gar nicht mehr. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Was brauchen wir dann noch? Eine Logic Press oder ne, irgendwie so eine, gucken wir mal, den brauchen wir schon mal gar nicht. Den können wir doch mal gebrauchen nochmal. Marvel brauchen wir, das brauchen wir eigentlich alles irgendwie gar nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, was dieses Zeug hier, was ist. Das brauchen wir jetzt auch nicht. So, mal gucken, was da. Applied Energy Sticks. Applied Energy Sticks denn sagt, was wir denn für den Controller so brauchen. Was brauchen wir denn für den Controller? Da ist der Controller. Plur, die holen wir uns bei unseren Kumpels nebenan. Engineering Processor. Haben wir so noch ein paar, das wird uns jetzt nicht, aber die anderen, diese Flugs, da haben die solche Acceleration-Dinge, die haben wir ja alle noch gar nicht. Und da werde ich jetzt erstmal Anleihen machen bei den Jungs. Und zwar bei dem, der mutmaßlich die größte Maschine hat. Da tippe ich jetzt mal auf Voto, obwohl ich da nicht so ganz sicher bin, aber da weiß ich wenigstens, wo es ist. Oder lasse ich das relativ... Boah, es ist schon ganz schöne Frame-Einbrüche, die man hier hat. Was brauche ich da jetzt? Also mal gucken, ob wir das Ding direkt gekräftet kriegen hier. Wo ist das Scheißding denn da? Hat der auch nicht. Craft hat er aber. Dann machen wir mal 100. Oder auch mal gucken. 100 kriegen wir ja wohl hin. Warten wir mal einfach. So, hi. Also, was eine Neuerung ist, die muss ich unbedingt euch noch erklären. Ich habe also festgestellt, dass YouTube Probleme mit den Twitch-Dings hat, weil das so lange Dateien immer sind. Und das findet er nicht so ganz so toll. Außerdem suche ich mir dann auch immer den Arsch ab, wenn irgendwas schief geht. Und folglich mache ich jetzt immer so, eigentlich jede Stunde oder nach irgendwas Besonderem, wenn man was gebaut hat, also mache ich einmal den Stream für 10 Sekunden aus, bis der aus ist. Und wenn er wieder an ist, dann ist er wieder an. Also ne, das einfach nur einmal aus und einmal anschalten. Dann gibt es immer eine neue Datei bei Twitch. Und darum geht es mir, dass ich dann sagen kann, okay, haben wir an dem Abend 3 oder 5 Stunden gemacht, gibt es 3 oder 5 Dateien. Das heißt, so um 10 Uhr würde ich das jetzt machen, weil dann ist jetzt zwar schon 2 Stunden lang die Datei, aber letztens hat er bei ich habe da mehrere Dateien, die kann er gar nicht hochladen, da sagt YouTube, das ist zu lang. Wir reden dann allerdings über mehr als 10 Stunden in einer Datei, ne? Also das ist schon so ein Ding, ne? Kann ich YouTube irgendwo auch verstehen, dass er da keinen Bock drauf hat. Wie heißen denn die Dinger jetzt? Wo sind sie denn jetzt? Da. Das muss ich mal gucken hier. Pure Fluix. So, mal gucken. Ich glaube, da ist er noch am Arbeiten. Ich glaube, da ist er noch ein bisschen am Arbeiten. Ja. Das war nicht gut jetzt vorhin, ehrlich, ne? Das hat uns bestimmt einiges an Zeit gekostet.
Mensch, ja nix. Ein bisschen Gymnastik für Büroleute, ne? Also so Leute, die dort am Stuhl sitzen, die müssen den Rücken aktivieren, ne? Kennt ihr das? Aktivieren, ne? Gut, und auch irgendwelche Kampfsportarten mal hier so, also vielleicht muss ich mir hier so auf dem Bildschirm so ein Sparringspartner, da immer, immer linke Nase, rechte Nase, blaues Auge, sowas, ne? Das wäre doch mal was. Ach, guck mal hier, 87 hat er jetzt, guck mal. Jetzt hat er nur 85, ist er bescheuert? Ah, der craftet noch. Achso, ah, ja, ja. Oh, mal gucken hier, 36, ja, das schon. Na, da ziehen wir die 100 raus, dann passt das schon. Was hat er denn hier noch? Colored Stone Bricks. Extra Utilities. Ja, sowas habe ich ja noch nicht. Da müssen wir mal gucken, ob er das überhaupt braucht. Oder wofür man das gebrauchen kann. Eigentlich sollten wir von den anderen hier auch noch mal gleich 100 mitnehmen. Da haben wir Ruhe, ne? Dann, genau, hier, die nehmen wir mal mit. Da haben wir auch mal 100 Stück von. Da habe ich da mal Ruhe. Das ist kein Thema mehr für die nächste Zeit. Ah ja. Dann gehen wir rüber, bauen ins Kontrolle. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lang muss der sein? Wie groß wollen wir den bauen? Also diese Bedienungsteile da und so, das können wir alles mit einem Dance-Cable abhaken. Das heißt, Dance-Cable hat 32 Kanäle. Heißt, wir könnten da theoretisch 32 Bildschirme dran machen. Also das machen wir ja nicht. Was sollen wir 32 Bildschirme oder 32 Komponenten? Also im Sinne von, wir müssen ja haben den Crafting-Monitor, vielleicht auch zwei davon, weil, ne, kann man ja mal machen. Dann haben wir diesen komischen Dingens da, wo man die Pattern Inscriber oder wie das Ding da heißt. Ne? Und dann müssen wir noch irgendwie den Interface Terminal haben. Und da sind also noch vier. Also müssen wir schon, aber ich denke, mit einem dicken, fetten Dance Cable an diese Wand zu kommen und von da aus zu verzweigen, das müsste eigentlich reichen. Hi. Jedenfalls müsste man damit hinkommen. Wie weit ist er denn jetzt hier? Crafting 100. Verstehe ich jetzt irgendwas nicht ganz? Na gut. Was haben sie denn hier Schönes alles? Diese Enchanter. Hier alles. Ach, die. Alles voller Dosen. Okay. Ah, gut, die haben schon dieses Cryo-Stabilized Flugstack-Zone. Ich dachte, kommen wir da nicht durch oder was? So, Tür aufmachen. Jo, und das. Das nützt ihnen aber nichts. Die Precharger können nur 5000. Und das geht durch ein Ender-O-Kabel auch, also dieses Ender-Dingsbums, Energy-Dings. Das ist Perlen vor die Säule schmeißen, aber sowas von. Aber kriegen wir auch noch mal irgendwann, aber für was anderes, da gucken wir mal. Coole Sache hier, kann man gar nicht sehen, die Schaden. So, sagen wir mal, was haben wir hier? Ach, hier hat er das System für die. Hat er das System für die Pure Stone. Warte mal. Pure. Ah, ja, guck mal, da sind sie fast schon fertig. Das ist ja nicht falsch. So. Home Base. Heißt, ist immer wieder auf unserem Ding, aber diesmal hoffentlich in die richtige Richtung gucken. Nein, auch nicht. Der mag das nur nach Süden gucken. Ja, Pech.
Kompass mal da reinschmeißen. Das. Alles weg. Und jetzt kriegen wir mal Controller. Ne, Controller wollen wir haben. Wo ist der denn? Habe ich den gar nicht angeklickt? Da. Was? Ah, der braucht nicht dieses Sky-Strom, den muss man noch brennen vorher, ne? Sky. Die muss man brennen vorher. Das habe ich natürlich jetzt hier in den Ofen nicht angeschlossen. Dann brauchen wir den mal vorne hin zum Bauen. Doch mal ein bisschen. Ja! 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 Ich werd bescheuert. Ehrlich, ne? Echt, ne? Das Ding kommt aus meinem Inventar raus, ne? Das ist mir echt zu gefährlich, das Teil, ne? Boah, das macht ja so eine Scheiße. Guck mal hier, schon wieder. Gut, der Billardtisch steht noch, das ist ja wichtig. Ansonsten war das alles was für die Mädchen, aber... Boah, nicht, ne? Schon wieder alles hier im Arsch. Gut, das war jetzt hinten am Hinter. Gut, das ist natürlich trotzdem nervige Arbeit. Aber so eine Scheiße, ne? Ehrlich, ne? Was soll das? Gut, dann lassen wir das mal auf, da kann man mir einfach reinfliegen, ehrlich, ne? Das kommt ja jetzt gar nicht in die Tüte, dass ich da jetzt einfach, obwohl so viel ist es hier gar nicht. Das ist ja nicht wirklich kompliziert hier. Nicht wirklich kompliziert, haben wir Glück gehabt, aber sowas von mal wieder. Aber ehrlich, das geht mir auf die Eier. Das mit den Wänden, das müssen wir natürlich noch wieder neu einfallen lassen. Wo ich glaube, das geht eigentlich. Das kriegen wir hin. Noch einen weiter. Bin mir nicht sicher. Hier haben wir das dünner gebaut. Ja, klar, ich wieder abgebaut. Ja. Genau. Fuck, ich sag's dir ehrlich, ne? So eine Scheiße. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Na gut, der Vorteil der Symmetrie ist natürlich, dass man das jetzt hinkriegt, ne? Ohne dass man sich da den Arsch abreißt. Aber das ist nervig, einfach nur nervig.
Was ist hier falsch? Dann kommt noch mal eins. Also, na ja gut, das passt dann schon. Und danach, soll mal sehen, hier so eine Ecke war das hier drumherum. Ah, das ist dünner. Und dann außen. Warum außen? Da gibt es bestimmt einen Trick für. Ah, wegen der Treppe wahrscheinlich. Ja, nichts Tinkers Picke hier von Draconium, das Ding, das macht 9x9x9. Wow, ein Schlag, die ganze Welt ist im Arsch. Ja, ja, genau, genau. Bau dir eine Diehacke, ganz genau so werde ich das auch machen. Diese komische Scheiße-Hacke, die ist zu schnell, zu groß, zu keine Ahnung, ne? Und schießen kannst du damit auch nicht. Also. Ja, ist klar. Ist unterhaltsam. Ja, ja, ja. Ich unterhalte mich auch gut. Prost. Ja, ja, es ist aber toll. Aber wir machen jetzt trotzdem erstmal einen ganz kurzen Cut, ja. Ich bin in einer Minute wieder da oder je nachdem, wie lange das dauert, ab und anstellen, ja. Weil sonst macht YouTube mir da irgendwie, da habe ich keinen Bock drauf.